Also gut, Freunde, wir haben heute noch weitere News zu all den Dragon Ball Games, zu Dragon Ball Breakers, Xenoverse und so weiter und so fort. Die würde ich heute alle gerne mit euch angucken. Dragon Ball Legends und Dokkan Battle habe ich ja im heutigen Video zuvor schon abgedeckt. Das könnt ihr euch gerne angucken. Also mit Gamma 1 und 2 und dem Zenkai von Full Power Goku. Für Legends mehr haben wir nicht gesehen, aber wir bekommen ja auch noch Legends Reveals ein Stuff um 16 Uhr. Darauf bin ich sehr gespannt. Schauen wir uns heute noch gemeinsam an auf twitch.tv/OzeroStones. Links in der Beschreibung. Dragon Ball The Breakers, Freunde. Auf diesem Kanal kommen Videos dazu, als auch auf dem Let's Play Kanal Ozero Nachts. Da könnt ihr mal gerne reingucken, euch ein Bild zu dem Game machen. Ich sage eine Sache, wenn man eine Gruppe hat, wenn man zusammenspielt, beispielsweise wir im Stream, macht es auf jeden Fall Spaß. Aber wir haben hier nicht nur V-Jump-Scans zu Dragon Ball The Breakers, was uns demnächst erwartet, sondern auch Leaks bzw. Datamines. Und diese will ich euch nicht vorenthalten. Ganz, ganz kurz in Bezug auf die V-Jump-Scans. Und zwar seht ihr auch schon, in dem zukünftigen Update können unsere Überlebende sich auch in die Raider transformieren. Ganz kurz, unsere Überlebenden können sich ja aktuell in unsere Heroes, sag ich mal, verwandeln. Goku, Vegeta etc., wenn man ihre Geister zieht. Und in Zukunft werden auch von den Raidern, wird von den Raidern auch die Geister kommen, die wir ziehen können. Und das ist richtig geil. Zum einen haben wir hier Buu, okay, bei einem männlichen männlichen Überlebenden. Sieht das Ganze folgendermaßen aus, bei den weiblichen so. Des Weiteren bekommen wir noch von Cell, als auch von Freezer. Es sieht übertrieben witzig aus und wir bekommen hier weitere Accessoires oder weitere Zubehör zu sehen. Den Boy Kummer, den Hund von Mr. Satan als Backpack, Freezers Pod und hier auch noch, das sind wahrscheinlich die Friend-Missionen etc. Jedenfalls, ich tue das Ganze mal ganz kurz für euch, genau, größer machen, dass ihr das auch besser seht. Und da sehen wir auch schon, was eine Fähigkeit von diesem Geist von Buu haben könnte. Dass man den Gegner so quasi den Raider einwickeln kann mit Buu. Das ist ein Artdog, wie man ihn ziehen wird. Und hier gibt es wahrscheinlich noch irgendwas mit ihm. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das findet. Guck mal, bei Freezer, wie witzig das aussieht, wenn er so große Augen hat. Unser Überlebender, wenn man sich in Freezer verwandelt. Ach, das ist bestimmt eine Pose von ihm so. Cell kann die Kamehameha. Oh Gott, wie das bei Cell aussieht, wie witzig. Freezer kann sein Beam zum einen und das ist Cells wahrscheinlich Pose oder so. Und genau, das sind halt so die Accessoires. Die Goku Black Ohrringe, wenn mich alles täuscht, die gab es für die Vorbesteller. Ich hoffe, die werden aber in Zukunft hinzugefügt. Und das ist Freezers Pod, was noch hinzukommen sollte, als auch The Dog von Mr. Satan. Ich habe noch gleich weitere Datamines zu Breakers. Lass uns davor aber mal die anderen Spiele ganz kurz angucken. Beziehungsweise gibt es hier eine Illustration von Toyotaro von Ultra Instinct Goku. Nice, okay, nice. Wir haben hier für Dragon Ball Heroes God Mission. Ja gut, das ist für das Spiel in Japan. Könnt ihr euch mal gerne abchecken für das Arcade-Game. Die nächsten Karten, naja. Und wir sehen auch tatsächlich zum ersten Mal, soll das sein, ein Female Super Saiyan 4 Charakter, oder? Ist zwar der Avatar, also ein eigengestellter Spieler, aber ja, genau. Ja, Dokkan haben wir schon abgedeckt gehabt in einem anderen Video. Gamma 1 und 2 kommen, Leute. Legends, Zenkai, Full Power Goku. Und ja, für Xenoverse 2 haben wir Gamma 1 und Gohan von DLC neue Gameplay-Screenshots. Das können wir uns auch auf jeden Fall mal gerne näher betrachten. Ich zock auch in den Stream gerade tatsächlich jedes Spiel so. Dokkan, Legends, Breakers, Xenoverse, Kakarot, um da auf den neuesten Stand zu kommen, wegen den neuen Sachen, die kommen. Ich freue mich sehr, dass da was kommt. Und ich sag mal so, es freut mich sehr, dass Sachen vom Film kommen, primär. Ja, Gohans Moveset, hier sehen wir ein paar Sachen von ihm. Diejenigen, die es mit Xenoverse 2 besser auskennen als ich, vor allem auch PvP-Dash etc., können damit mehr anfangen. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Das sollte ein Wallpaper sein. Oh, genau, und das von Gamma 1 hier an der Stelle. Ja, ich bin mal gespannt, ob da auch noch storytechnisch so Story-DLCs kommen sollte, aber da hoffentlich der Fall sein, dass wir da auch gut was zum Zocken haben. Ah, und wir bekommen, wie es aussieht, hier Outfits von Gamma 1 für unsere CACs. Witzig. Okay, wir gehen mal wieder zurück hier an der Stelle. Das wär's zu Xenoverse 2. Kakarot, Freunde. Das Bardock-DLC kommt ja. Ah, by the way, Dragon Ball Super Manga ist immer noch in Pause, diesen Monat auch. Das Bardock-DLC kommt der Januar, Freunde. Mitte Januar sowas. War es nicht der 23., 13., irgendwas so um den Dreh herum. Und das Bardock-DLC kommt auch, damit kommt auch ein New-Gen-Update. Das heißt, wenn ihr PS5, Xbox habt und ich hoffe auch PC,
Dann bekommt ihr ein Update. Die Grafik wird dann besser vom Spiel quasi. Auf das Bardock Story DLC bin ich sehr drauf gespannt. Das werden wir auf jeden Fall auch zocken. Und da haben wir ein paar Screenshots jetzt. Bardock, so eine Ability von ihm. Oh, das kann er. Oh, ich bin drauf. Wieso ist das so grau hier? Keiner weiß. Und seine Crew hier an der Stelle. Genau, Leute. Das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ich freue mich definitiv darauf. Wir kommen aber mal zum Determine, Leute. Schaut an L oder Mokochi. Der hat jetzt quasi in Dreamer Breakers Determines gefunden. Also, so wie im Doka, könnt ihr euch vorstellen, wenn es einen Data-Download gibt und wir haben schon Sachen drinnen. All das wir uns jetzt angucken, sind im Spiel drinnen, könnten früher oder später erscheinen. Aber das war schon vor den V-Jump-Scans und in seinen Determines war auch zum Beispiel Cell, Freezer und Boo, für, also die Geister davon für unsere Charaktere. Das heißt, das haben wir im V-Jump bestätigt bekommen, dass das kommt. Also all das, was wir uns jetzt angucken, könnte auch früher oder später erscheinen. Und apropos Geister, wir haben auch die Geister von Videl, C17, Gohan. Goten Trunks als auch C16. Das heißt, diese Charaktere könnten auf jeden Fall früher oder später in Dreamer Breakers erscheinen. Und wir gucken da einfach mal gemeinsam rein. Diese wurden jetzt in V-Jump bestätigt. Die haben wir jetzt auch hier. Und Goten und Trunks sollten auch noch kommen. So, wir haben auch hier an der Stelle ein paar Skill-Previews zu den Charakteren. Das ist jetzt ein Skill von Android 17, wenn unser Überlebender sich in ihn verwandelt. Super Electric Strike. Macht das Sinn, dass ich es erhöhe oder klein lasse? Gucken wir einfach mal rein. Das hat eh keinen Ton, ja. Sieht so aus. Ich kann es mal klein lassen einfach dann. Ich glaube, das sollte auch. Genau, das sieht auch gut aus so für euch. Also es wird ein Skill von Super 17 sein. Andere ist hier Side Bridge. Genau, sieht folgendermaßen aus. Also es ist ja so, wenn man die Geister zieht, man zieht sie mit unterschiedlichen Skins, Fähigkeiten und so und so fort. Das Ding ist auch noch, die haben ja auch noch Formen, okay? Und in Zukunft kann es sehr, sehr gut sein, dass wir zum Beispiel einen Vegeta bekommen, einen Super Saiyan Vegeta. Und dann können wir uns auch in einen Super Saiyan verwandeln oder Super Saiyan Goku mit anderen Skills etc. Damit ihr das mal gehört habt. C16 seine Skills, Rocket Fist, okay. Jetzt aber ein Goten seins, ein Charge so. Ah, okay, das ist von Goten. Ah, okay, verstehe. Das war ich zum Beispiel erstmal ein Base vom Goten. In Zukunft kann sehr gut sein, dass ein Super Saiyan Goten kommt etc. Trunks, Double Buster, okay. Ihr seht auch schon, by the way, wie euer Charakter dann aussieht, wenn er sich in ihn verwandelt. Man übernimmt ja quasi seinen Skin. Perfect Cell, Perfect kann man merken, genau, das haben wir gerade im V-Jump gesehen. Das wird eine Fähigkeit von ihm sein. Oder ein Superangriff, ich sag mal so, ein Superangriff. Es gibt ja passive Fähigkeiten, da gibt es auch noch aktive Fähigkeiten, das ist nochmal was anderes. Das sehen wir hier nicht, welche aktiven oder passiven Fähigkeiten die Charaktere haben. Wir sehen hier ihre Superangriffe. Das von Boo. Hey, das ist einfach Fit-Boo, fällt mir gerade auf. So, ja, so. Doch, das ist Fit-Boo. Ja, okay, das sollte. Das ist was. Nee, pass mal auf. Das ist quasi. Das ist mal. Also Fat-Boo. Boo Innocent. Das ist der aus dem Spiel. Wir haben auch gesehen, sein Geist ist dann auch der Fat-Boo gewesen. Aber wenn der Überlebende sich in ihn verwandelt, dann sieht das aus wie Fit-Boo. Wie witzig. Das feiere ich jetzt schon. Ah, wir bekommen noch Surviving Skills. Sliding. Aber Rutschen hat schon. Hat es schon mit einem Chance. Double Jump. Oh, es wird Double Jump geben. Okay, zum Beispiel einer von denen kann Double Jump haben, sag ich mal. Oder es kommt hinzu, so an sich als Skill einfach in Zukunft. After Image Strike. Oh, okay. Ah, okay, das wird es auch geben. Key Sense. Okay. Ah, ich glaube, das hat's schon, oder? Jedenfalls, Survivor Intros. Jin no Jun Intro wird es noch geben. Das wird in Zukunft kommen. Das ist alles in den Daten, Freunde. Crazy. Was ist das? Ah, Freezer's Pot. Ach, dann kann es sein, dass es in dem V-Jump-Sense gesehen haben, nicht unbedingt ein Zubehör ist, sondern dass das, oder halt ein Fahrzeug, kann aber auch sein, dass es ein Fahrzeug-Skin ist, kann ich mir vorstellen. Aber auf jeden Fall ist es ein Intro, wie wir es hier sehen. Nice. Okay, das kommt auch noch als Intro so. Alles klar. Das macht doch irgendein Charakter, aber ich weiß gerade nicht wer. Lass mich gerne wissen. Das kommt auch noch als Intro, was geht da? Ah, oh, hallo. So, okay. Keine Ahnung, was das abgeht. Noch ein Intro. Olle, okay, der ist richtig ready. Ja, und weitere Intros jetzt. Okay, ist, oh. So ein Charge, okay. Intro, ja, yeah, okay. Jump einfach. Oh, let's go. Number one Hero. Okay. Wie cool. Komm, einfach angejumpt. Und genau, was steht hier? Sie haben Pläne für. Ah, es gibt Pläne für eine Rarität höher als 5 Star. Aktuelle Höchstrarität, wenn man Geist sieht, ist 5 Star. Es gibt aber auch Pläne für eine höhere Rarität, wie es aussieht. Genau, und die CACs werden
sich transformieren können, je nachdem, welchen Geister sie, welche Verwandlung ihr euch ausrüstet. Das ist genau das, was ich meine mit im Prinzip, dass in Zukunft noch ein sicherlich so ein Super Saiyan Vegeta kommen könnte, Goku, die man ziehen kann und in den sich euer CSC verwandeln kann, dann geht er auch in Super Saiyan und so fort. Genau. WizCube is planned as a special intro. Ah, WizCube, okay. WizCube als Special Intro, das ist cool. Und Bonus Placeholder für Dragon Ball Breakers. Okay, Dragon Ball Xenos und Dragon Ball Formers. So irgendein Placeholder. Okay, Ladies and Gentlemen, so viel zu den Data Mines, so viel zu den V-Jump-Scans, zu Dragon Ball Breakers primär, zu den anderen Spielen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall, hoffentlich, ey, auf der nächsten Session von Dragon Ball Breakers in den Stream. Zum Beispiel, Leute, Links in der Beschreibung, twitch.tv/otherzones. Check's gerne aus. Oder ansonsten hier das nächste Mal in einem anderen Video. Macht's gut, bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.